Und damit hi ho und herzlich willkommen zurück zu The Jurassic World Evolution mit dem Endmontosaurus. Den Triceratops. Und man hört ihn schon ein bisschen lauthals schreien. Der Struthenius. Ja, in dieser Folge hatte ich vor, ich hoffe, wir kriegen das rechtzeitig hin, den Ceratosaurus zu entwickeln, auszubrüten. Dafür brauchen wir ein neues Gehege. Wir schauen uns nochmal die Karte an, wo der Platz denn am besten wäre für einen Ceratosaurus. Das wäre hier ist eigentlich das Eckchen, Fleckchen, wo echt viel Platz ist, wo man einen Ceratosaurus platzieren könnte. Habt ihr aber noch so ein paar Ideen, die man vielleicht machen könnte. Auch muss ich erstmal das Hammond-Entwicklungslabor bauen. Selbstverständlich. Da ist die Karte zu Ende. Bau das mal. Oh, Krankheit. Er ist krank, der Endmontosaurus ist krank. Was hat er denn? Erkältung! Oh oh. Behandeln. Das kann man natürlich, muss man nicht selbst machen. Das kann man natürlich alles auch zuweisen, die Aufgabe. Dann fährt er von alleine los. Erstmal gegen das Tor, damit das Tor dann aufgeht. Selbstverständlich. Wie weit fährt er ran? Ziemlich nah. Oh, der schießt schon. Während der Fahrt hat er schon geschossen. Zweimal getroffen. Ich glaube, ja, das reicht. Das reicht. Eine einfache Erkältung. Endmontosaurus ist wieder safe. ACU-Zentrum brauchen wir natürlich auch noch. Natürlich auch wichtig, besonders wenn nachher, wenn die ihr Zenit erreichen, die Dinosaurier, brauchen wir natürlich eins. Es regnet. Machen wir mal hier hin. Weg brauchen wir natürlich auch. Sieht so aus, als hätten sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen Sie mehr Kraftwerke oder erhöhen Sie die Produktion. Hier habe ich jetzt keinen Strom, weil da kein Umspannungsnetzwerk ist. Das reicht bis dahin nicht. Ich bin Owen Grady. Meine Freunde nennen mich Owen. Eigentlich nennen mich alle so. Ich habe Dinge gesehen, über die ich nicht sprechen will, aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Ja. Das Strom ist etwas, das wir bei unseren Operationen nicht einfach ignorieren können. Ohne Strom sind wir antriebslos. Das ist korrekt. Ohne Strom sind wir antriebslos. Das ist Owen Grady. Wir gehen da gleich nochmal näher drauf ein. Wir brauchen erstmal ein Umspannungsnetzwerk. Guck mal, schon haben wir Strom. Wir haben noch 7 ungenutzten Strom, haben wir noch 7 Stück. 7 Energie, 7 Punkte. Wie auch immer. So, wir haben das Brutzentrum, haben wir. Können wir überlegen, wie wir das Gehege planen. Zaun, wir nehmen einen, den leichten Zaun, weil der halt mega ist. Das erste. Können wir erstmal. Wir machen komplett gerade hier, damit man hier vielleicht noch
Werden wir gleich in der Unterhaltung wahrscheinlich auch noch sehen. Nicht, wo die Karte endet, das. Oh. Schön. Da endet die Karte. Machen wir hier so einen kleinen Bogen, damit man vielleicht da hinten noch was platzieren kann. Zaun sehen wir zwar jetzt gerade nicht. Komm, wir machen hier. Müsste ja nicht alles streng gerade sein. Jedes Kraftwerk speist eine gewisse Menge Strom. Das Netzwerk ein. Jedes Gebäude benötigt eine gewisse Menge Strom, die sich erhöht, wenn es verbessert wird. Verbessern Sie Ihre Kraftwerke durch Upgrades. Das ist selbstverständlich. Wir haben hier keinen Strom, weil das 10 Strom kostet und wir nur noch 7 frei hatten. Das heißt, wir brauchen entweder ein neues Kraftwerk oder ein Upgrade. Und ich glaube, Upgrades haben wir noch nicht. Naja, das ist auch im Moment noch nicht so wichtig, wenn da noch kein Strom ist. Ist nicht so tragisch. Jetzt ein kleiner Bogen. Das Karte endet. Wir waren hier ein bisschen von der Karte weg. Wenn man vielleicht hier noch irgendwas hin platzieren kann, einen Weg oder je nachdem, was noch kommen wird. So. Gehege ist theoretisch gesehen fertig. Ich habe aber natürlich noch was vor, denn ich mache hier natürlich direkt clevererweise mal hier ein Doppelgehege raus. Ist leider nicht ganz gerade hier. Aber es soll nicht weiter schlimm sein. So, haben wir hier das Gehege. Dann brauchen wir natürlich Tor. Da. Machen wir da noch ein Tor hin. Auch. Machen wir natürlich, müssen wir hier drin dann auch noch 2 Tore machen, damit die Dinos, wenn sie rauskommen, übergehen können. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ja, ich habe Interesse. Wenn wir müssen eine Bewertung von 1 Stern, das gehe ich jetzt mal kurz drauf ein. Kontrollraum. Inselbewertung. Wir haben eine Inselbewertung von einem Viertelstern. Die verantwortungsvolle Verwaltung unserer Tiere und eine sichere Umgebung für unsere Besucher sind gleichermaßen wichtig. Das ist die Inselverwaltung. Der Inselverwaltungsbildschirm enthält eine Übersicht über die wichtigsten Verwaltungselemente Ihrer Insel. Überprüfen Sie Ihre Inselbewertung, Ihr Abteilungsruf und eine Zusammenfassung Ihrer Finanzen.
Außerdem sehen Sie hier den Missionsfortschritt sowie aktive Aufträge für die Insel. Ja, das ist richtig. Mit einer Inselbewertung von 3 schalten wir die nächste Insel frei. Isla Muerte mit einer Inselbewertung von 4. Isla Nublar. Anlagenbewertung. Geringe Zufriedenheit. Rot. Sehr hohe Sicherheit, sehr hohe Kapazität. Dinosaurierbewertung 5. Dinosaurier Annehmer. Vielfalt groß. Artiges Wohlbefinden. Sehen wir hier. Vielfaltstrafe, weil wir halt mehrere Triceratops, mehrere Endmontosaurus haben. Anlagenbewertung. Gästeverletzung keine. Dinosaurier-Sichtbarkeit 0. Das wird alles noch kommen. Alles noch kommen. Finanzen nehmen wir gerade 31.000 ein. Missionen. Wir haben gerade 3 Missionen am Laufen. Ruf. Sind wir bei Unterhaltung. Fast bei der Savanne. Forschungsziel. Aufträge mit 2. Erhöhen Sie Ihre Inselbewertung. Erfolg öffnet in dieser Industrie viele Türen. Also 200.000 kriegen wir. Bewertung von 1. Das wird recht einfach, aber wir stehen noch am Anfang, deswegen ich bin noch so am Planen. Das große Geld verdienen kommt gleich. Da haben wir gerade noch einen neuen Charakter kennengelernt. Owen Grady. Da muss man den Film gesehen haben, um den. Weil er gerade von einem Dinosaurier sprach, den er Blue genannt hat. Da müsste man den Film zu sehen. Ihr könnt Pause drücken, euch den durchlesen. Sonst haben wir keine Charaktere. Upp. Fossilien haben wir neue. Wir haben Rhodium, verkaufen 8000. Nice. Artosaurus. Je mehr Genom, desto besser. Gehen wir direkt mal Forschung. Genetische Forschung. Machen wir als nächstes. Intuitives Lernen. Expedition können wir natürlich direkt auch machen. Wir haben eigentlich... Machen wir die Ceratosaurus auf 100, bis wir den... wir hier alles fertig haben. Wir müssen jetzt noch etwas machen. Wir müssen dann die Landschaft verändern. Also man kann hier verschiedene Sachen machen. Wir können die Bäume entfernen, wir können Bäume pflanzen, wir können Gras pflanzen. Wir haben einen Radius von 3 Balken. Das ist unterschiedlich. Wasser können wir hinzufügen, Wasser können wir entfernen. Dann können wir noch erhöhen, absenken, abflachen, glätten. Auch Radius und Gefälle halt einstellen. Ich versuche mal hier ein bisschen zu glätten, die Wogen zu glätten. Man das Ganze absenken? Ne, das geht nicht wegen dem Brut hemmend Entwicklungslabor Brutsystem da. Ah, kann man aber so lassen. Wenn natürlich hier die jetzt aber nicht so lange damit befassen. Hinten können wir ein bisschen erhöhen. So, damit das ein bisschen auf einer Ebene ist. Wenn wir Gebäude bauen, hier und da nochmal Probleme bekommen mit den der Landschaft, dem Terrain. So, jetzt müssen wir Bäume erstmal hier wegmachen, denn das sind mir zu viele hier. So, einfach frei Schnauze. Wasser brauchen wir natürlich auch. Forschung abgeschlossen, nice. Machen wir das Wasserloch. Machen wir direkt hier hin. Seht ihr, wenn man direkt. Oh, da kommt das Expeditionsteam gerade zurück. Man hört's. Expedition abgeschlossen. Hier bei dem Tor würde ich gerne keine Bäume haben. Und einfach
zum Tor besser hinfahren kann. So. Den Weg werden wir hier irgendwann später nochmal ziehen. Weg ist für das Tor nicht wichtig. Denn wir werden hier wahrscheinlich eh noch Gebäude hinsetzen. So. Hier natürlich auch noch eine Wasserstelle. Machen wir mittendrin einfach. Natürlich auch zwei machen. Mal ein kleines Löchlein da noch. Ein bisschen Gras am Wasser. Wie das hier schon ist. Je nach Tierart müssen wir natürlich gucken, was er denn braucht. Braucht er mal Bäume, mehr Grasland, mehr Fläche, mehr Wasser. Aber sollte eigentlich ausreichen, das Wasser. Hier werden wir dann einen Ceratosaurus ausbrüten. Da kommen wir aber später noch zu. Erstmal lassen wir das so. Wir brauchen denn Strom. So, Forschung ist ja beendet. Wir können direkt mal aggressive Verhalten studieren. Forschen. Gene. Aggressives Verhalten. Fossilien natürlich. Schon bei 74%. Expedition. Direkt normal das Ganze. Also. So, jetzt kümmere ich mich erstmal um das ACU. Da brauchen wir nämlich jetzt auch. Oder ich kümmere mich erstmal um den Strom. Denn Upgrades können wir hier, glaube ich, noch gar nicht machen. Leider. Das heißt, wir werden ein neues Stromkraftwerk benötigen. Und wir haben dafür kein Geld. Wir haben nur noch 120.000. Das ist natürlich weniger gut. Sprich, wir müssen uns jetzt irgendwas einfallen lassen, wie wir jetzt Geld bekommen. Zum einen, durch Fotos schießen könnten wir Geld kriegen. Natürlich durch Besucherzahlen. Durch Gebäude, die wir dann auch mal erst auch kaufen müssen. Ich meine, wir machen ja Gewinn pro Minute. Können wir jetzt theoretisch gesehen warten drauf, aber das wäre ja auch irgendwie langweilig. Dann forschen wir jetzt, nach der Forschung forschen wir erstmal nicht mehr. Hier ist auch so ein Hügel, ne? Da ist direkt das Tor, das ist auch ungünstig. Es ging in die falsche Richtung. Oh. Ah, so geht's sogar. Also wie gesagt, Forschen kostet natürlich auch Geld, deswegen forschen wir jetzt erstmal nicht mehr. Haben wir ja genug Zeit nachher noch. So. Wir könnten eine Beobachtungsgalerie könnten wir bauen. Ich möchte dafür allerdings einen Auftrag anfordern von Isaac. Vielleicht. Sie haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Darum weiß ich, dass Sie für den Auftrag geeignet sind. Ja, führen Sie zwei erfolgreiche Expeditionen zu Grabungsstätten durch. Easy going. 150.000 kriegen wir dazu. Ich habe mich selbst immer als kleiner Abenteurer gesehen und als großer Fan von Luxushotels. Viel Spaß im Dreck. Danke, danke. Schnelle Reaktionszeit. Oh, Expedition ist schon abgeschlossen. Fossilien können wir verkaufen. 100.000, das ist wichtig. 5.000 nur das, DNA. Expedition direkt nochmal losschicken. Standort erschöpft. Oh, Ceratosaurus können wir nicht auf 100% kriegen. Vanguard. Setup and Montu. Oh, da haben wir Cerato noch. Cerato haben wir da noch. Ja, eine Expedition, da kriegen wir auch noch 150.000.
So, wunderbar, da haben wir wieder Geld. Stromkraftwerk kostet halt 500. Natürlich ungünstig. Der Ceratosaurus wird natürlich später auch noch einiges kosten. Terranbeschränkung? Für mich sieht das hier eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich sag ja, wir werden vielleicht nachher noch Probleme bekommen. Vielleicht ist das Tor bzw. das Entwicklungslabor zu nah dran, wir das da nicht hinbauen könnten. Aber hier steht extra nur Baukosten Terranbeschränkung. Also hier steht nicht verbaut. Aber hier, hier vorne die Ecke am Tor. Da ist minimal. Oh, jetzt einmal kurz glätten. Vielleicht hat das was gebracht. Ist natürlich nicht so optimal zum Sehen immer, ne? In der Beobachtungsgalerie haben wir natürlich eine Einnahmequelle mehr. Anbeschränkung immer noch. Frage mich, es wird halt nie angezeigt, wo die Terranbeschränkung jetzt ist, ne? Ja, weißt du was? Dann machen wir das ganz anders. Und platzieren hier einzeln. Braucht natürlich alles Strom auch. Den Weg noch anschließen. Dadurch kriegen wir natürlich, ist natürlich eine Einnahmequelle mehr. Beobachtungsgalerie. Die Zuschauer, die Touristen sind natürlich noch mehr zufrieden dann auch. Diese Expedition war vor allem wegen Ihnen ein Erfolg. Sie können sich verbeugen, aber ich werde nicht klatschen. Wieso das denn nicht? Rufbelohnung Savanne. Aussehen veränderte Gene. Ihr Ruf ist in die Höhe geschossen, weshalb Sie von der Unterhaltungsabteilung eine Belohnung für Ihre Arbeit auf Isla Mantanceros erhalten. Das. Auftrag abgeschlossen, Komet. Sie geben wohl wirklich nie auf. Wir bräuchten mehrere wie Sie. Jetzt geht's Schlag auf Schlag hier. Schauen wir uns noch einmal kurz an. Die Fossilien. Oh. 40 Tonnen zwar, aber 4 Sterne. Das bringt einen ordentlichen Schub. 100 Tonnen verkaufen nochmal, das ist auch gut. Savanne gehen. Kosmetisches gehen. Jetzt haben wir 2 Aufträge gleich abgeschlossen. Das ist echt exzellent. Ich will einmal kurz gucken. Oh, die Mission ein kommerzieller Park machen wir zurzeit. Hier haben wir abgeschlossen. Extraktionstempo. Könnten wir leicht erbeuten, glaube ich. Deswegen versuche ich da nochmal in der Wissenschaft. Wir machen die Wissenschaft, machen wir einfach mal fertig gerade. Eine neue Gelegenheit hat sich aufgetan. Ein Hotel. Genau das braucht diese Insel am dringendsten. Ein Hotel. Und wir kriegen nur 100 Tonnen dafür. Muss ich ganz ehrlich sagen, warte ich erstmal auf die nächste. Nächste Anfrage. So, Beobachtungsgalerie lockt natürlich fern. Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Das geht aber nicht. Bauen Sie Anlagen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Und sorgen Sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Ja, genau das ist auch mein Plan. Beobachtungsgalerie, das werden wir halt, wie gesagt, hier neben dem Gebäude auch noch. Da zum Wasserloch, hier, wenn wir das natürlich alles erweitern, kostet natürlich auch alles Strom. Wir haben noch 3 ungenutzten Strom. Das heißt, wir brauchen dringend ein Kraftwerk. Wir haben genug Geld für ein Kraftwerk. Sehe ich gerade. Kleines Kraftwerk.
dieses kleine Kraftwerk werden wir dann in der nächsten Folge bauen. Ich weiß nämlich noch nicht genau, wie wir das hier noch hinquetschen könnten. Schauen wir mal. Und dann haben wir genug Strom. Dann geht's richtig los. Dann kommt der Ceratosaurus in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls ihr Wünsche habt an Dinos, beziehungsweise wenn ihr sagt, dieser Dino, der möchte ich sein, wir können ihn umbenennen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.